Machen einfach machen. IP for Virtual Chairs. Eine neue Option für Universitäten und Startups beim IP-Transfer. Startups stehen oft großen Anfangshürden gegenüber. Eine davon? Die nötige Finanzierung aufzubringen, um das im Rahmen von Forschungsprojekten entstandene geistige Eigentum von der Universität zu erwerben oder zu lizenzieren. Entsprechende Verhandlungen bedeuten oft eine erhebliche zeitliche und finanzielle Belastung, die Gründungen schon im Keim ersticken können. Eine mögliche Lösung bietet IP for Virtual Shares. Bei Übertragung oder exklusiver Lizenzierung der IP an die Startups erhalten die Universitäten virtuelle Unternehmensanteile. Da es sich um virtuelle Anteile handelt, muss die Universität kein umfassendes Beteiligungsmanagement aufbauen und hat kein Mitspracherecht bei Entscheidungen. Das Startup wird durch diese Form des IP-Transfers für Investoren attraktiver, da das geistige Eigentum im Startup verortet ist, dort kommerziell genutzt werden kann und dennoch kein sofortiger Kapitalabfluss erfolgt. Die TU Darmstadt hat IP for Virtual Shares bereits erfolgreich als Modell umgesetzt. Andere Universitäten starten Pilotprojekte und Startup Niedersachsen und Bioregio N unterstützen Universitäten dabei, das neue Beteiligungsmodell IP for Virtual Shares für Startups zugänglich zu machen. IP for Virtual Shares. Das ist das neue innovative Beteiligungsmodell für Startups.